In Matthäus Kapitel 16 heißt es zuletzt in Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Also man kann diesen Vers falsch verstehen und irgendwie denken, es stehen einige hier, einige von den Jüngern, sie werden tausende Jahre überleben und Jesus wiederkommen sehen. Natürlich ist es nicht das, was damit gemeint ist, okay? Ich meine, die Bibel ist doch klar, dass Gott eine Grenze gesetzt hat für das menschliche Alter. 120 Jahre, darüber hinaus geht nicht. Also was ist dann damit gemeint? Nun, diesen Vers versteht man falsch, wenn man nicht einfach weiterliest, wenn man nicht einfach den Kontext beachtet. Matthäus Kapitel 17 ist zwar ein neues Kapitel, aber nur weil ein neues Kapitel beginnt, darfst du nicht denken, dass damit unbedingt ein völlig anderes Thema beginnt. Du darfst nicht denken, dass Kapitel 17 einfach gar nichts zu tun hat mit dem Vers davor in Kapitel 16. Manchmal ist das so, dass es ein völlig anderes Thema ist, aber nicht in jedem Fall. Außerdem, die Zwischenüberschriften, die du vielleicht hast in deiner Bibelausgabe, du musst dir dessen bewusst sein, dass die Zwischenüberschriften nicht Gottes Wort sind und auch die Zwischenüberschriften sind nicht unbedingt eine harte Einteilung. Das heißt nicht, dass der nächste Vers nichts zu tun hat mit dem vorherigen Vers. Und das ist besonders wichtig, wenn wir über Matthäus Kapitel 16, Vers 28 sprechen, wenn wir diesen Vers richtig verstehen wollen. Natürlich geht es nicht darum, dass manche Jünger einfach überleben, bis sie Jesus wiederkommen sehen. Das funktioniert nicht. Niemand lebt so lange. Überraschung. Worum geht es? Lass uns einfach weiterlesen. Denn Matthäus Kapitel 17, der erste Vers und die nachfolgenden Verse, die hängen sehr wohl zusammen mit dem, was wir zuletzt in Matthäus Kapitel 16 gelesen haben. Wenn du ein neues Kapitel beginnst, dann stell dir erst die Frage, kann ich diesen Vers verbinden mit dem vorherigen Vers, mit dem letzten Vers aus dem vorherigen Kapitel? Kann ich das tun? Nun, manchmal geht das wirklich nicht. Manchmal ist es wirklich ein komplett anderes Thema. Aber oftmals kannst du die Verse verbinden. Und das wird dir helfen, denke ich, dabei, die Bibel besser zu verstehen. Also lass uns weiterlesen. Worum geht es in Matthäus Kapitel 17? Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Also sehen jetzt Jesus in seiner Herrlichkeit, wie es auch in Vers 27 heißt, in Matthäus Kapitel 16, Vers 27, Verzeihung. Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und so weiter. Und in Vers 28 stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben, kommen sie in seinem Reich. Also bis sie Jesus kommen sehen in seiner Herrlichkeit, in seiner Königswürde, in seinem Reich. Und das ist genau das, was wir dann eben sehen in Vers 2 von Matthäus Kapitel 17, dass er vor ihnen verklärt wurde. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. So sieht Jesus als der verherrlichte König aus. So sieht er aus in seiner Herrlichkeit. Und der zweite Petrusbrief spricht davon, dass sie Augenzeugen seiner Herrlichkeit wurden. Und die Beschreibung hier erinnert stark an Offenbarung Kapitel 1, wo Johannes in der Vision auf der Insel Patmos Jesus Christus in seiner Herrlichkeit sieht, in seinem Reich sieht, als König sieht, in seiner Königswürde. Wo es heißt, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und er hielt in seiner Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Wir sehen also eine sehr ähnliche Beschreibung. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und das ist eben Jesus Christus in seiner Herrlichkeit als König, wie er kommen wird. Denn in Offenbarung Kapitel 1 heißt es eben auch, dass er ein Gewand trug, das bis zu den Füßen reicht, also eine königliche Robe und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Jesus Christus in seiner Königswürde kommen sehen in seinem Reich. Sie haben ihn kommen sehen in seinem Reich, die Jünger. Das ist, worum es geht in Vers 28. Du musst einfach nur weiterlesen, dann sehen eben die Jünger Jesus kommen in seinem Reich. Wir erfahren also aus diesem Vers, aber besonders dann aus Offenbarung Kapitel 1, ein paar Details darüber, wie Jesus verherrlicht aussehen wird, wenn er als König wiederkommt. Dagegen, sonst erfahren wir über das Aussehen Jesu, als er einfach auf der Erde gewandelt ist, so gut wie nichts. Ich meine, wir erfahren aus dem Propheten Jesaja, dass er einen Bart hatte. Okay, Männer tragen Bart, das ist relativ normal. Und wir erfahren, dass sein Aussehen uns nicht gefiel. Und einige Christen werden von sinnlosen, dummen Fragen weggelockt
Und von Fragen wie, wie sah Jesus aus? Das ist eine sinnlose Frage. Und warum ist es eine sinnlose Frage? Weil uns die Bibel darauf buchstäblich keine richtige Antwort gibt. Du wirst in der Bibel nicht erfahren, wie Jesus wirklich aussah. Warum? Weil es keine Rolle spielt. Wie wurde Jesus identifiziert? Durch seine Werke, durch seine Taten. Jesus wurde mit den Propheten verwechselt, dass irgendwie ein Prophet auferstanden ist. Mit Jeremia, mit Elia, mit einem der Propheten ist irgendwie ein Prophet auferstanden. Warum? Aufgrund seiner mächtigen Werke. Aber sein Aussehen gefiel uns nicht, sagt die Bibel. Er fiel niemals auf. Sie mussten nach Jesus suchen, er fiel nicht auf. Warum? Weil es eben um die Worte Jesu geht, um die Werke Jesu. Also stell dich nicht diese bescheuerte Frage, wie sah Jesus aus? Oder ich bin gerade in einer Diskussion und will irgendwie beweisen, dass Jesus nicht schwarz war oder so. Okay, dann beende diese Diskussion, weil du redest gerade mit einem kompletten Vollidioten. Das Aussehen Jesu spielt keine Rolle, aber es spielt dann natürlich eine Rolle, wenn er als König wiederkommt. Da wird dann sein Aussehen beschrieben. Dann wird er natürlich einmalig aussehen. Dann heißt es weiter in Vers 3, und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm, die redeten mit Jesus. Nun, lass uns die Parallelstelle dazu anschauen in Lukas Kapitel 9, Vers 31. Da lesen wir dieselbe Geschichte mit ein paar anderen Details. Warum wiederholt sich die Bibel? Warum gibt es mehrere Evangelien? Weil es verschiedene Menschen sind, die diese Berichte verfasst haben. Natürlich inspiriert vom Heiligen Geist. Es ist Gottes Wort, aber es enthält auch menschlichen Charakter. In dem Sinne, dass andere Details beschrieben werden natürlich. Lukas Kapitel 9, Vers 31, da heißt es, oder Vers 30, und siehe es, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also sie redeten mit Jesus, sie sprachen darüber, was er in Jerusalem erfüllen sollte von seinem Ausgang. Damit ist die Kreuzigung gemeint, das ist, was Jesus Christus erfüllen sollte, wie er am Kreuz sagte, es ist erfüllt. Und sie redeten mit Jesus darüber. Und etwas, was wir daraus lernen können, ist zum Beispiel, dass es nicht irgendwie den alttestamentlichen Gott gibt und den neutestamentlichen Gott. Wenn du das glaubst, hast du überhaupt die Bibel verstanden? Ich meine, ich will hoffen, dass du gerettet bist. Hast du wirklich die Bibel verstanden? Ich meine, das ist dummes Zeug, das man eigentlich von Atheisten hört. Irgendwie der alttestamentliche Gott, der neutestamentliche Gott. Schwachsinn. Mose und Elia, ja, zwei Propheten des Alten Testaments, und auch Mose war ein Prophet. Zwei Propheten des Alten Testaments reden mit Jesus darüber, über seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Wie es auch heißt über Abraham, dass er Jesu Tag sah und sich über ihn freute ungefähr. Die Propheten des Alten Testaments haben nichts anderes verkündigt, als was das Neue Testament lehrt. Und natürlich gibt es Änderungen mit dem Neuen Testament, wie zum Beispiel, es gibt kein levitisches Priestertum mehr. Es gibt Änderungen, aber das heißt nicht irgendwie, dass das levitische Priestertum irgendwie keine Rolle spielt oder so. Wir können immer noch etwas daraus lernen. Die Bibel bildet eine Einheit. Gott ist derselbe heute, er war derselbe gestern, wird es auch in Ewigkeit sein. Ja, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute auch in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht, es ist derselbe Gott. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das enthält das Alte Testament. Okay, das Alte Testament, das Neue Testament ist das Wort Gottes. Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes. Und die Propheten des Alten Testaments haben Jesus Christus vorausgesagt. Nicht mit seinem Namen, es war noch etwas dunkel, etwas schwierig zu verstehen. Okay, die Bibel spricht davon, dass die Israeliten einen Schleier vor ihren Augen haben. Sie können nicht klar sehen. Dagegen, wenn sie sich zum Herrn bekehren, wird der Schleier abgenommen. Durch das Neue Testament sehen wir klar. Es ist alles klar im Neuen Testament. Aber das Alte Testament hat genauso Jesus Christus im Voraus angekündigt und hat dasselbe Evangelium gelehrt. Errettung aus Gnade durch den Glauben. Es war schon immer dasselbe. Warum reden Mose und Elia einfach so mit Jesus, reden über seinen Ausgang, den Jerusalem erfüllen soll? Weil sie davon schon wussten. Und sie sind Überraschung auf Jesu Seite, denn es gibt nicht irgendwie diese Trennung, irgendwie alttestamentlicher Gott, neutestamentlicher Gott. Müll. Wenn du irgendwie denkst, dass der alttestamentliche Gott irgendwie so war und der neutestamentliche Gott, oh, jetzt kommt Jesus und das ist alles Gnade, alles nur Gnade und alles nur Liebe, dann kennst du Jesus Christus nicht. Dann kennst du den Herrn nicht. Okay. Lass mich dir was vorlesen aus Apostelgeschichte 10, Vers 43. Das passt sehr gut dazu, weil ich meinte, dass auch die Propheten des Alten Testaments natürlich
dasselbe Evangelium verkündigt haben. Es war schon immer aus Gnade und Glauben. Abraham wurde gerettet durch den Glauben. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Da heißt es, von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Sie haben immer dasselbe Evangelium gelehrt. Okay. Und deswegen siehst du einfach, Mose und Elia, die mit Jesus reden, sie sind Propheten des Herrn, Propheten Jesu Christi. Jesus Christus ist der Herr. Und vieles von dem, was ich sage, ist offensichtlich. Aber doch ist es wichtig, dass wir es im Hinterkopf, dass wir es uns vor Augen halten, dass die Bibel eine Einheit ist. Okay, es gehört alles dazu. Und es gibt nicht irgendwie alttestamentlichen, neutestamentlichen Gott. Die Propheten des Alten Testaments, sie haben Jesus Christus im Voraus angekündigt. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das beinhaltet das Alte Testament. Einfach ein paar Punkte dazu, was man vielleicht daraus lernen kann. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Und siehe, es erschienen Mose und Elia, Vers 3, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, die eine und Mose eine und Elia eine. Und wir erfahren aus dem Markus-Evangelium, aus der Parallelstelle, dass Petrus nicht wusste, was er sagen sollte. Also Petrus war jemand, wir erfahren das aus dem Neuen Testament, der großen Eifer hatte. Und natürlich, er ist auch gefallen. Petrus war derjenige, der Jesus verleugnet hat immerhin. Aber Petrus hat großen Eifer bewiesen, das sieht man an mehreren Stellen im Neuen Testament. Und er war einfach jemand, der was sagen wollte. Und er wusste aber nicht, was er sagen sollte in dem Moment. Also hat er einfach so gesagt, geschlagen von diesem unglaublichen Anblick. So, lass uns hier drei Hütten bauen. So, die eine, Mose eine und die Elia eine. Was nicht unbedingt Sinn ergab. Aber so war Petrus. Als er noch redete, Vers 5, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Das Erste, was ich dazu sagen will, ist, das erinnert stark an eine andere Stelle aus Matthäus Kapitel 3, als Jesus getauft wurde, aus dem Wasser heraufstieg. Da sah er den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und auf sich kommen. Und eine Stimme kommt aus dem Himmel, die sagt eben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sehen also in Matthäus Kapitel 3, wir haben den Vater, der aus dem Himmel spricht, den Sohn und den Heiligen Geist, der wie in eine Taube herabkommt und auf Jesus bleibt. Die Trinität, die die Bibel eindeutig lehrt, dass ein Gott ewig existiert in drei verschiedenen Personen und Jesus Christus selbst ist auch Gott. Und das ist eine Parallelstelle dazu, aber hier wird etwas gesagt, Gott der Vater sagt hier etwas aus der Wolke in Vers 5, was er in Matthäus Kapitel 3 nicht gesagt hat, und zwar, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Nun, was für eine Relevanz hat das, dass Mose und Elia erscheinen und dann kommt die Wolke, Gott der Vater spricht aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Worum geht es hier? Mose und Elia stehen stellvertretend für das Gesetz und die Propheten. Wir wissen das zumindest über Mose mit hundertprozentiger Sicherheit, dass er als Sinnbild, als Symbol für einfach das Gesetz verwendet wird. Jesus selbst nutzt einfach Mose für das Gesetz oder auch für das Alte Testament allgemein. Also, Mose und Elia, es ist nicht schwer darauf zu kommen, sie stehen stellvertretend für das Alte Testament. Und wie gesagt, Jesus selbst verwendet Mose einfach als Begriff für das Alte Testament allgemein. Wenn wir an das Alte Testament denken, dann denken wir natürlich hauptsächlich an das Gesetz, an die fünf Bücher Mose und an die Propheten. Das ist etwas, was das Alte Testament ausmacht natürlich. Also Mose und Elia, das ist das Gesetz und die Propheten, das Alte Testament. Und indem Gott der Vater hier sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören, kündigt er im Voraus das Neue Testament an. Ich sage deshalb im Voraus, weil das Neue Testament nicht einfach mit dem Matthäus-Evangelium beginnt. Das ist, was manche denken, aber das ist nicht die Wahrheit. Das Neue Testament beginnt genau genommen erst mit dem Tod Jesu Christi, weil die Bibel nämlich in Hebräer Kapitel 9, Vers 16 und 17 lehrt, dass ein Testament auf den Todesfall hin in Kraft tritt, weil es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Jesus hat natürlich das Testament gemacht. Und wann hat es Gültigkeit, wann tritt es in Kraft? Mit seinem Tod. Also erst mit Jesu Tod beginnt wirklich das Neue Testament. Das hier war noch Altes Testament genau genommen. Deswegen sage ich, dass das Neue Testament sozusagen im Voraus angekündigt wird. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Wir lesen zum Beispiel auch in Hebräer Kapitel 1, in den Versen 1 und 2,
Da heißt es, lass mich das schnell aufschlagen hier. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also es findet ein Wechsel statt. Die Propheten, sie haben, ich werde dir dann gleich die Stelle zeigen, geweissagt bis hin zu Johannes, Und was hat dann Johannes gemacht? Er hat Jesus Christus angekündigt. Und was machen wir jetzt im Neuen Testament? Wir hören auf den Sohn. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt nicht, dass das Alte Testament jetzt keine Relevanz mehr hat. Aber lass mich dir das sagen. Das Alte Testament im Sinne von der alte Bund mit Israel ist vorbei. Okay? Das Alte Testament ist vorbei. Das Alte Testament war niemals ewig. Es war immer temporär gedacht. Das Alte Testament ist vorbei. Wir sind jetzt im Neuen Testament und wir hören jetzt auf den Sohn, durch den Gott der Vater zu uns redet in diesen letzten Tagen. Durch den Sohn. Nicht mehr durch andere Propheten, die auftreten oder so, sondern durch den Sohn. Nochmals, das heißt nicht, dass das Alte Testament keine Relevanz hat. Warum sage ich das? Weil die Bibel im Neuen Testament lehrt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist zur Belehrung. Okay, also alle Schrift ist von Gott eingegeben, bedeutet, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, bedeutet, ist nützlich zur Belehrung. Okay. Und was meinte Paulus wohl damit, als er das an Timotheus geschrieben hat, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Belehrung ist? Woran hat er da hauptsächlich gedacht? An das Alte Testament. Denn er hat gerade dazu beigetragen, das Neue Testament zu schreiben. Also er hat höchstwahrscheinlich an das Alte Testament gedacht. Wenn wir das Alte Testament verstehen wollen, dann verstehen wir es nicht durch das Alte Testament, sondern durch das Neue Testament. Das heißt, wir gehen nicht zu Juden und fragen sie, was sie von der Bibel halten. Ist mir völlig egal, was ein Jude vom Alten Testament hält. Denn weißt du was? Die Leute, die sich heute als Juden bezeichnen, sind sowieso keine Juden. Das Judentum heutzutage hat nichts mit der Bibel zu tun. Erstens das. Zweitens, Juden, sie glauben nicht an Jesus. Das heißt, sie leugnen auch den Vater. Sie glauben also gar nicht an Gott. Okay? Also das heißt, wenn es macht sogar mehr Sinn, einfach irgendeinen x-beliebigen Atheisten zu fragen, anstatt einen Juden, der Jesus Christus ablehnt. Wie will er das Wort Gottes verstehen? Dir etwas sagen über das Alte Testament, wenn er Jesus Christus das Wort Gottes, mit anderen Worten, ablehnt. Siehst du, wir verstehen das Wort Gottes, indem wir das Wort Gottes fragen. Durch das Wort Gottes, durch Jesus Christus, verstehen wir das Wort Gottes. Durch das Neue Testament verstehen wir das Alte Testament. Okay, das ist ein natürlich etwas Neues im Neuen Testament, dass uns jetzt Jesus Christus offenbart ist, dass Gott viel klarer zu uns redet. Und wir interpretieren das Alte Testament durch das Neue Testament. Und das ist etwas, was damit gemeint ist. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Es ist der Wechsel, der hier angekündigt wird vom Alten Testament zum Neuen Testament. Aber ich will auf eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang eingehen. Und zwar heißt es in Matthäus Kapitel 11, in Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Auf diesen Vers, er ist der Elia, der kommen soll, werde ich später noch eingehen. Das hat auch große Bedeutung, wenn es um Matthäus Kapitel 17 geht. Aber es heißt in Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten, bis hin zu Johannes haben sie geweissagt. Was hat dann Johannes gemacht? Er hat Jesus angekündigt. Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das Alte Testament endet mit dem Propheten Maleachi. Und der Prophet Maleachi hat eben geweissagt bis hin zu Johannes. Er hat ihn als Elia bezeichnet. Ich werde später noch was dazu sagen. Dann heißt es weiter in Matthäus Kapitel 17, Vers 6, als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und wir lesen in der Parallelstelle in Lukas Kapitel 9, dass die Mose und Elia in der Wolke in den Himmel hinauffuhren. Sie wurden weggenommen in den Himmel. Und wir finden eine interessante Parallele dazu in Offenbarung Kapitel 11, wo nämlich die zwei Zeugen, die 1260 Tage lang den Zorn Gottes über weissagen werden, sie werden das Wort Gottes predigen, Seelengewinner sein, aber sie werden auch ihre Feinde mit Feuer verzehren. Sie werden auch
in einer Wolke in den Himmel aufgenommen. Da heißt es, dass sie eine laute Stimme vom Himmel hörten, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Und da stiegen sie in der Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Genauso wie Mose und Elia in der Wolke in den Himmel aufgenommen wurden. Nun, wir wissen nicht zu 100%, wer die zwei Zeugen sind in Offenbarung Kapitel 11, aber es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten zumindest, dass es Mose und Elia sein könnten. Wie zum Beispiel diese Parallele, dass sie in der Wolke aufgenommen werden. Eindeutige Parallele ist auch, dass sie Vollmacht haben werden, sagt die Bibel, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Wie lange sind die Tage ihrer Weissagung? 3,5 Jahre lang. Wie lange hat Elia, indem er zum Herrn gebetet hat, den Himmel verschlossen, dass kein Regen fiel? 3,5 Jahre lang. Wir lesen da auch davon in Jakobus Kapitel 5, wenn ich mich nicht irre. Also das sind einfach Parallelen, die darauf hindeuten, dass die zwei Zeugen in der Offenbarung Mose und Elia sein könnten. Außerdem, sie werden mit jeder beliebigen Plage, so oft sie wollen, die Erde schlagen werden, sagt Offenbarung Kapitel 11. Genauso hat natürlich auch Mose mit Aaron Plagen über Ägypten gebracht. Also es gibt diese Parallelen, aber letzten Endes, wir wissen das nicht eindeutig, wer die zwei Zeugen sind in Offenbarung Kapitel 11. Ich wollte dir das nur aufzeigen, weil es natürlich gut dazu passt, wenn wir hier über Mose und Elia sprechen. Eben diese zwei Propheten und ja, die zwei Zeugen, sie werden auch als Propheten bezeichnet in Offenbarung Kapitel 11, wie sie eben aufgenommen werden in den Himmel und so weiter. Ich will nicht weiter darauf eingehen. In Vers 9 heißt es dann weiter, und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Achte darauf, Vers 13, da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Also Jesus redet zu ihnen von Johannes dem Täufer, aber er spricht von Elia, er nennt ihn Elia. Ja, ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen, genauso wie sie Elia nicht angenommen haben, ihn nicht anerkannt haben, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Matthäus Kapitel 11, Vers 10 und 14, da heißt es, denn dieser ist Johannes der Täufer, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Vers 14, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Also eine weitere Stelle, Johannes wird als der Elia bezeichnet. Worauf geht das zurück? Nun, was du verstehen musst ist, Johannes der Täufer ist natürlich nicht buchstäblich Elia. Ich will dir diese Stelle noch zeigen. Lukas Kapitel 1, Vers 17 spricht nämlich davon, dass Johannes der Täufer in der Kraft Elias gekommen ist. Also er ist nicht buchstäblich Elia, sondern er ist in der Kraft Elias gekommen. Da heißt es, Lukas 1, Vers 17, und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Worauf geht das zurück? Es geht auf den letzten Propheten, auf das letzte Buch des Alten Testaments zurück, auf den Propheten Maleachi. Denn das Gesetz und die Propheten haben geweissagt bis hin zu Johannes. Also was sehen wir hier in den letzten paar Versen in Maleachi Kapitel 3, Vers 22? Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also Jesus sagt, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Als eben die Jünger ihn gefragt haben, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse und alles wiederherstellen muss. Nun, deshalb. Die Schriftgelehrten hatten recht damit. Ja? Also die primäre Anwendung von diesen Versen Maleachi 3, Vers 22 bis 24, ist eben, dass Johannes der Täufer kommt. So lernen wir das eindeutig im Neuen Testament. Also, wie verstehen wir das Alte Testament? Durch das Neue Testament. Wir lesen in Lukas Kapitel 1, Vers 17, dass Johannes der Täufer im Geist und in der Kraft Elias kommt. Es wird Maleachi Kapitel 3 zitiert. So verstehen wir eben das Alte Testament durch das Neue Testament. Das ist die primäre Anwendung. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, also ehe Jesus dann auch wiederkommt auf die Erde, soll eben Elia kommen, Johannes der Täufer kommen. Was interessant dabei ist, Johannes der Täufer hat unwissenderweise biblische Prophezeiung erfüllt. Denn die Pharisäer kommen zu ihm im Johannesevangelium und fragen ihn, ob er der Prophet ist, ob er Elia ist.
Und er verneint das. Aber wir wissen von Jesus, dass Johannes der Täufer eben dieser Elia ist, den der Prophet Maleachi angekündigt hat. Nun, wer hat recht? Johannes oder Jesus? Johannes hat unwissenderweise Prophezeiung erfüllt. Das ist ein ziemlich interessanter Fakt, nicht wahr? Eine sekundäre Anwendung von diesen Versen in Maleachi Kapitel 3 kann sein, wenn wir eben davon ausgehen, dass die zwei Zeugen in Offenbarung Kapitel 11 Mose und Elia sind, was wir nicht zu 100% wissen, aber es gibt Hinweise, die darauf hindeuten. Ich habe dir ein paar genannt. Eine sekundäre Anwendung könnte sein, dass eben ehe Jesus wiederkommt, der Tag des Herrn, das ist, wenn Jesus wiederkommt und wir entrückt werden, wenn Sonne und Mond verfinstert werden, dass kurz vor dem Tag des Herrn, ehe der große, furchtbare Tag des Herrn kommt, dass dann eben Elia kommt, einer möglicherweise der zwei Zeugen. Und das würde durchaus Sinn machen, das ist nicht unbedingt ein logischer Sprung, denn wann treten die zwei Zeugen auf? Sie treten nicht erst mit dem Beginn des Zornes Gottes auf, sondern sie treten schon ein bisschen vorher auf. Darauf deuten Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 und 2 hin. Denn Offenbarung Kapitel 11, 1 und 2 sprechen davon, dass die heilige Stadt zertreten wird von den Heidenvölkern 42 Monate lang und genau denselben Zeitraum lang, 1260 Tage, 42 Monate lang, werden die zwei Zeugen weissagen. Also die Verse deuten darauf hin, dass die zwei Zeugen eben auftreten werden mit dem Beginn, damit, wenn die Heidenvölker Jerusalem zertreten werden, den Vorhof zertreten werden, wenn das beginnt, dann treten auch die zwei Zeugen auf, weil sie eben dieselbe Zeit weissagen werden, wie die heilige Stadt von den Heidenvölkern zertreten wird. Aus Lukas Kapitel 21 wissen wir, dass das beginnen wird, dass eben die Heidenvölker den Vorhof zertreten und die heilige Stadt zertreten, dass es beginnen wird mit dem Gräuel der Verwüstung. Der Gräuel der Verwüstung findet 75 Tage vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn statt, wenn Jesus wiederkommt. Also, die Bibel deutet darauf hin, Offenbarung 11, Vers 1 und 2 in Verbindung mit Lukas Kapitel 21, dass die zwei Zeugen ihren Dienst kurz vor dem Kommen Jesu beginnen werden. Sollte das wirklich Elia sein, einer der zwei Zeugen, dann würde das Sinn machen in Verbindung mit Maleachi Kapitel 23, wo es nämlich heißt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Denn die zwei Zeugen, sie beginnen ihren Dienst mit dem Gräuel der Verwüstung, laut Offenbarung 11, Vers 1, wie gesagt, Lukas Kapitel 21, sie beginnen, die Bibel deutet darauf hin, ihren Dienst mit dem Gräuel der Verwüstung. Und das ist eben ihr, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, 75 Tage, bevor Jesus Christus wiederkommt. Nun, das ist eine sekundäre Anwendung, aber ich denke, das sind interessante Zusammenhänge, die ich dir einfach aufzeigen möchte. Weiß ich das zu 100%? Nein, denn die Bibel sagt nicht eindeutig, dass die zwei Zeugen Mose und Elia sind. Es gibt nur Hinweise, die darauf hindeuten. Worum es hier wirklich geht, ist die Sendung von Johannes dem Täufer. Das ganze Gesetz und die Propheten haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und Johannes der Täufer sagt eben, siehe, mit anderen Worten, schau her, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Im Neuen Testament ist uns alles klar offenbart. Johannes der Täufer sagt, siehe, schau her, hier ist das Lamm Gottes. Jetzt kannst du Jesus Christus sehen. Und das war etwas, was im Alten Testament verborgen war. Die Propheten des Alten Testaments haben natürlich dasselbe Evangelium verkündigt, aber es war alles etwas verborgen, der Name Jesus war noch nicht offenbart und so weiter. Dann heißt es hier weiter in Matthäus Kapitel 17, Vers 14, und als sie zu Volksmengen kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Also so hart hat Jesus manchmal geredet. Das ist nicht der Jesus, der dir in irgendeiner Elim-Gemeinde verkündet wurde oder in irgendeiner EFG-Gemeinde, wo es jeden Sonntag nur um Liebe, Liebe, Liebe geht, nicht wahr? Aber ich sollte weiterlesen, nicht auf das Thema wieder eingehen. Und Jesus befahl dem Dämon, Vers 18, und er fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, sprich, wir haben keinen Glauben wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art von Dämon fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Negative Nachricht, wir haben einen verdammt kleinen Glauben, kleiner als ein Senfkorn. Positive Nachricht, dieser Glaube reicht offensichtlich aus, um gerettet zu werden. Sonst wäre niemand gerettet.
Und ich sehe in der Bibel nicht, dass Johannes der Täufer irgendwie Berge versetzt hat. Aber Johannes der Täufer war der, von dem Jesus gesagt hat, dass unter denen, die von Frauen geboren ist, kein größerer aufgetreten ist als Johannes der Täufer. Ich meine, Johannes der Täufer hatte ziemlich großen Glauben, aber auch er hatte Zweifel, als er gefragt hat, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Kein Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn, sodass er hätte Berge versetzen können, aber Glaube genug, um gerettet zu werden. Glaube genug, um ein Glaubensheld zu sein, im Fall von Johannes dem Täufer, der natürlich der Größte ist und der unter Frauen geboren ist. Vers 22, als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden und sie wurden sehr betrübt. Die Jünger waren manchmal einfach im Fleisch, sie haben vieles auch noch nicht verstanden. Jesus hat ihnen, heißt es im Lukas-Evangelium, dann die Schriften geöffnet und so weiter. Sie haben die Auferstehung noch nicht wirklich begriffen und sie waren manchmal auch einfach im Fleisch, denn die Jünger waren Menschen wie du und ich. Wir sind Sünder. Und wir sind im Fleisch und wir fallen manchmal zurück und wir verstehen auch nicht immer alles, nicht wahr? Die Bibel ist ein sehr tiefes Buch und die Jünger hatten hier, denke ich, eine ziemlich fleischliche Einstellung. Sie wurden sehr betrübt. Warum sage ich fleischliche Einstellung? Nun, die Kreuzigung Jesu Christi ist augenscheinlich nichts Schönes. Die Welt würde sich einfach nur denken, das ist ja furchtbar. Jesus verspottet wurde, ausgepeitscht wurde, geschlagen wurde ins Gesicht, gekreuzigt wurde, gelitten hat. Wie furchtbar. Aber weißt du, was die Bibel sagt in Psalm 118? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Aber warum? Was ist denn wunderbar? Dass jemand gekreuzigt wird, blutet, gefoltert wird im Grunde genommen. Was ist daran wunderbar? Also siehst du, wir haben dadurch Errettung. Jesus Christus hat es aus Liebe getan. Gott hat es aus Liebe getan. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Es ist wunderbar in unseren Augen. Die schreckliche Kreuzigung Jesu Christi ist für uns wunderbar. Wir werden vielleicht auch betrübt davon natürlich, wenn wir lesen, was für furchtbare Dinge Jesus erleiden musste, aber gleichzeitig kommen uns auch Freudentränen. Nicht wahr? Uns kommen Freudentränen, wenn wir davon lesen, was Jesus für uns getan hat, dass er für unsere Sünden gelitten hat und auferweckt wurde aus den Toten, uns ewiges Leben geschenkt hat. Es ist wunderbar in unseren Augen. Es ist vom Herrn geschehen. Und wir sollten nicht einfach betrübt werden und es dabei belassen, sondern es ist ein Grund zur Freude auch, die Kreuzigung Jesu Christi. Und natürlich besonders die Auferstehung ist ein Grund zur Freude, besonders die Auferstehung, durch die wir ewiges Leben haben. Und lass mich dir ein weltliches Beispiel geben. Es ist nicht schön, wenn ein Tier getötet wird, nicht wahr? Und es gibt diese Leute, die sind irgendwie so drauf, oh, wir sind keine Veganer, ja, wir sind Fleischesser, es ist schön, wenn ein Tier getötet wird, so nach dem Motto. Es gibt solche Leute, kenne ich. Aber das ist dümmliches und kindisches Verhalten. Es ist nicht schön, wenn ein Tier getötet wird. Komm schon, ich meine, das musst du dir nicht einreden. Es ist ziemlich hässlich und es kann ein ziemlich schockierender Anblick sein, wenn du sowas noch nie gesehen hast, wie ein Tier geschlachtet wird. Es kann ziemlich schockierend sein. Wenn das Schweinchen quiekt und so weiter, das ist nicht schön. Aber weißt du was? Es ist gleichzeitig wunderbar in unseren Augen oder anders ausgedrückt, es ist gleichzeitig wunderbar in unserem Mund, nicht wahr? Es ist gleichzeitig eine schöne Sache, weil das Fleisch gut schmeckt und weil wir als Menschen Fleisch brauchen, um uns gesund zu ernähren. Fleisch ist wichtig, ein wichtiger Teil unserer Ernährung. Sei nicht ein Veganer, hör auf damit. Fleisch ist wichtig. Und was es symbolisiert ist, jemand muss eben für uns leiden. Ja. Seitdem wir Fleisch essen, seitdem wir keine Veganer mehr sind, wie das ursprünglich der Fall war, erinnern wir uns eigentlich jedes Mal daran oder sollten uns daran erinnern, wenn wir Fleisch essen, dass Jesus Christus für uns gelitten hat, dass ein anderer für uns sterben musste. Und dann essen wir das Fleisch, es ist gesund, wir brauchen es und es schmeckt uns gut. Genauso Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, ist für uns geschlachtet worden und das ist ein furchtbarer Anblick. Es ist nicht schön, aber es ist wunderbar in unseren Augen. Es ist wunderbar geistlich gesehen, weil wir wissen, dass wir dadurch ewiges Leben haben. Und wer war der Erste, der ein Tier getötet hat? Das war Gott selbst. Das war der Herr selbst im Garten, der ein Tier getötet hat und Adam und Eva mit Fellen bedeckt hat. Seitdem, seit Gott ein Tier getötet hat, töten auch wir Tiere. Uns daran zu erinnern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, was eine furchtbare Sache ist, augenscheinlich. Aber wir wandeln eben nicht
im Schauen, sondern im Glauben. Wir haben den geistlichen Blick. Es ist wunderbar in unseren Augen. Und siehst du, alles, was wir tun, hat für uns als Christen Bedeutung. Wenn du ein Stück Fleisch isst, dann denke daran, dass jemand anderes für dich gestorben ist, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Sünden. Und das Fleisch schmeckt gut. Ja, erfreue dich daran und denke daran, dass es wunderbar in unseren Augen ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und was immer ihr tut, sagt die Bibel, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Die letzten Verse, auf die werde ich nicht eingehen, denn ich habe schon eine Podcast-Folge darüber gemacht zum Thema Steuern, wo ich auf diese Verse eingehe. Ich werde dir die Folge verlinken. Zum einen hier im Video, du kannst auf das Infosymbol klicken oder unten in der Beschreibung ist auch der Link. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.